Hallo Leute, hier ist wieder euer Banana Brother Team und willkommen zu einem weiteren Let's Eat Montag. Ja, wieder Montag, wieder Let's Eat Montag, mal wieder zwei Wochen hintereinander. Das soll bitte gefeiert werden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gentlemen, liebe Gentlewomen, keine Ahnung, egal. Ja, heute gibt es wieder ein Let's Eat. Für euch, nur für euch natürlich. Nur für euch, nur für euch. Für niemand anderen mache ich das. Also, nein, mache ich nicht. Und wisst ihr, was das Geile ist? Es sieht sogar sehr gut aus, dass für nächste Woche und für übernächste Woche eventuell noch eins kommen wird. Ja. Also ich bin, denke ich mal, jetzt so, was Let's Eats angeht, ganz gut ein bisschen so abgesichert. Aber vorab will ich jetzt schon mal sagen, die Let's Eat Grußliste, es hat sich die letzten Parts nichts mehr getan. Na gut, ich war auch ein bisschen inaktiv dadurch. Aber ja, ihr könnt mir mal sagen, ob ich sie einstellen soll oder nicht, weil ich finde irgendwie mittlerweile, ja, ich habe es eigentlich gut gemeint. Ich hab's halt lieb gemeint und habe mir halt gedacht, ach komm, das wäre doch mal was so ein bisschen. Muss ich aber erst schon mal was essen, weil das riecht so lecker und ich rede hier so viel. Gar nicht schlecht. Nee, und auf jeden Fall, heute gibt es nämlich, tada, Braten mit Rucola und Knödel. Saugeil. Boah, haben meine Schwiegereltern in Spee mitgebracht. Und ja, jetzt komme ich halt erst dazu, es zu essen, weil das ist ein Fertiggericht jetzt, zum Beispiel von so einem, ach Gott, wie nennen wir diese, von so einer Metzgerei, so ein Menü, sage ich mal. Und ich muss sagen, der schmeckt echt gut. Also der hat schon mehrere Male wirklich richtig leckere Sachen als so ein Menü gehabt. Und deswegen bin ich jetzt mal gespannt. Weil das Lustige ist, die haben uns das heute mitgebracht und morgen gibt es bei uns Rouladen mit Knödel und Rotkohl. Also eine minimale Änderung von dem, was ich jetzt esse. Aber natürlich alles einmal auf der Gabel. Hoppla. Ah. Hm. Ich merke gerade, entweder ich muss die Kamera ein bisschen anders stellen oder ich weiß nicht. Ich werde es mir fertig mischen, ne? Das mache ich jetzt. Ne? Und danach werde ich einfach schauen, dass ich so ein bisschen höher halte, weil ich habe jetzt glaube ich nichts gesehen von dem, dass ich irgendwie was gegessen habe. Ne? Ich denke mal, ihr glaubt mir, dass ich es esse. Wenn der Teller am Ende leer ist, ich habe gegessen, nicht weggeschüttet, ich bin nicht magersüchtig, ich meine danke. Ich bin aber so fett. Moment, was? Egal, keine Ahnung. Das war mein böser Zwilling. Nee, um das Brüder angeht. Ich hab zwei Brüder, zwei ältere. Also ich bin der Jüngste und ja. Ich bin der Jüngste. Mit einem Bruder bin ich total verkracht. Aus, ja, ein paar anderen Gründen unwichtig, sag ich mal. Er will, dass ich mich entschuldige, was ich aber nicht einsehe. Aber egal, ist mir egal, egal. Für asoziales Verhalten entschuldige ich mich nicht, sag ich mal. Ne? Also für asoziales Verhalten seinerseits, egal. Ich werde gerade viel zu persönlich, hallo, es geht hier schon Richtung Familie und alles. Nee. Ah nee, aber ich habe gelogen. Ich habe gerade gelogen, fällt mir ein. Ich habe drei Brüder. Drei Brüder habe ich. Ich habe zwei leibliche Brüder und dann noch einen braunen Schokobruder, der zufälligerweise Elmo heißt. Und ja. Und keine Ahnung, ich glaube, diesen Kanal verleugnet. Er verleugnet unseren Kanal. Dieses Schwein. Ich bin enttäuscht von ihm. Mal schauen,
Wenn das Let's Eat oben ist, ich werde mal Bescheid geben, dass ich ihn in dem Part erwähnt habe. Und mal schauen, ob er sich's anguckt oder nicht. Könnte lustig werden. So, jetzt habe ich auf jeden Fall schon mal alles so ein bisschen klein gemacht hier. Dass ich nämlich jetzt alles gerade. Ja, ich bin so einer gerade so in der Hand halten kann. Das ist schön warm. Und jetzt kann ich hier gerade mischen. Ich mische nämlich extrem gern, ganz ehrlich. Ich habe sowieso so gemischt oder so gegessen, dass ich ein bisschen Knödel habe, ein bisschen Braten, Soße und ein bisschen Blaukraut. Oder Rotkohl. Warum heißt das eigentlich Blaukraut? Das ist nicht wirklich blau, oder? Egal. Und deswegen rühre ich es einfach alles schon vorher rum. Meine Eltern haben früher immer gedacht, das meint man nicht, das ist rumgepanzelt, rumgematsche und blödelde. Im Magen kommt doch hier alles zusammen. Ja, lecker sieht es nicht unbedingt aus, aber pff, ganz ehrlich, es schmeckt trotzdem. Ganz ehrlich, da würde es mich auch mal interessieren. Was hattet ihr in der Kindheit immer für Phasen oder für Sachen, die eure Eltern euch verboten hatten, die ihr nicht machen sollt beim Essen? Ja, bei mir war es halt sowas zum Beispiel, wenn wir im Restaurant waren und ich habe halt rumgepannt, ey, so was macht man nicht im Restaurant. Ganz ehrlich, das machen Leute noch. Warum soll ich nicht rumrühren? Ansonsten würde ich davon ein bisschen mit dem Messer auf die Gabel machen, davon ein bisschen und am Ende kriege ich eine Raster, weil mir der ganze Kack wieder von der Gabel fällt. Kriege ich so eine, ja? Und deswegen ist es doch einfach viel einfacher. Wenn man es so macht. Lecker aushöhlt, okay, ist was anderes. Aber schmeckt. Und das ist nicht. Ja, es bleibt das Gleiche. Es ist ja nicht so, als wäre, wenn ich das Ganze rumrühre, würde das dann einfach mal Schokolade werden, ne? Aber da bin ich jetzt wieder echt überrascht hier, dass so ein Essen aus einer Kantine kommen kann. Schmeckt richtig, richtig gut. Das Rotkohl hat so ein bisschen Biss noch, beziehungsweise was halt Biss. Hat so einen richtig schönen intensiven Geschmack, was ich geil finde. Das Fleisch ist butterzart und die Knödel sind auch richtig so wie Knödel sein müssen. Ja, aber wie gesagt, mich würde es wirklich mal interessieren, was ihr in der Kindheit für Verbote von euren Eltern bekommen habt beim Essen. Keine Ahnung, wie zum Beispiel, ach Gott, was hatte ich noch zum Beispiel? Ja, die Hände, man soll nicht einen Arm so, wenn man, ich weiß nicht, ob man das sieht, wenn ich das jetzt nochmal, man soll nicht so den Arm so auf den Tisch, ja, wie soll man sagen, wie sagt man das? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ja, auf jeden Fall, man soll den Arm nicht auf den Tisch machen während dem Essen. Und ja. Also Sachen, wo ich mir einfach nur denke, hä, was, warum? Warum? Einfach nur unnötig teilweise. Nom 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 n
gerade abartig geklungen hat, dass man mein. Das war der Grund dafür, dass ich das gemacht habe. Aber finde ich auch geil, ne? Machst du ein kleines Mittagsschläfchen, weil du die ganze Woche geschafft hast und eigentlich immer noch total kaputt bist. Und ja, dann hat man aber natürlich gleich was zu essen parat, was man nur gerade noch mal schnell warm machen müsste in der Mikrowelle. Oder musste, nicht müsste, es war ja so. Und dann let's it. Und ganz ehrlich, Leute, so müsste das für alle sein. Nicht nur für uns, für alle. Ich selbst denke mir immer, ich weiß nicht, ob ich schon mal irgendwie angedeutet habe, zumal also doch klar stimmt. Ich arbeite ja bei der Norma und wenn ich das dann mal sehe, so teilweise, was wir alles wegwerfen müssen, ganz ehrlich, da könnte ich immer nur den Kopf schütteln. So viel Zeug wird weggeworfen, was wir dann, wovon dann gar keiner mehr was hat. Es gibt immer wieder Leute, die das nicht interessiert, wenn der Salat ein bisschen braun ist zum Beispiel. Oder wenn Joghurt einen Tag über ein Mindesthaltbarkeitsdatum ist. Trotzdem muss man es halt aber laut Gesetz, glaube ich, wegwerfen, weil solche Sachen als verderbt, ihr wisst, was ich meine, als schlecht gelten. Absoluter Scheißdreck. Ich habe schon teilweise Joghurts gegessen, die eine Woche lang abgelaufen waren. Laut Haltbarkeitsdatum, ne? Aber was die Leute vielleicht auch immer nicht verstehen, sage ich mal. Das heißt MHD. Das heißt nicht maximal Haltbarkeitsdatum, sondern Mindesthaltbarkeitsdatum. Was sagt uns das, liebe Zuschauer? Es ist mindestens bis zum 26.05. zum Beispiel haltbar. Oder ja, 26.05. wäre jetzt schon lange abgelaufen. Aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Weil sowas fuckt mich halt wirklich extrem ab. Vor allem dann auch, wenn wir es reduziert haben und die Leute es noch günstiger haben wollen. So nach dem Motto, ach komm, wir schieben es gleich da rein, wo keine Sonne wächst, ne? Wächst Hinschein. Es ist teilweise wirklich schlimm, was man auf der Arbeit immer so mitbekommt oder mit was man sich da rumschlagen muss. Ich sag nur, wer glaubt, Einzelhändler im Lebensmittelbereich oder sonst wo, wer einfach macht mal ein Praktikum. Guckt euch das Ganze an. Im Praktikum ist es alles, sag ich mal, 10% von dem, was wir eigentlich machen. Es ist, das Verhältnis mit den Chefs ist immer dann gut, wenn man gut arbeitet, aber wenn man mal, sag ich mal, einen Fehler macht, ist man gleich der Gelackmeierte. Wird man gleich mit dem bösen Finger hier du an Pranger gestellt. Obwohl Fehler menschlich sind, ne?
wenn man eine Ware falsch eingeräumt ist. Passiert. Ist kein Weltuntergang. Für die Chefs aber schon. So, letzter Löffel da. Guckt, Teller komplett leer. Ich war ein braver Chili. Oder vor allem noch eine Sache will ich sagen. Danach werde ich den Part auch beenden. Was auch immer wunderschön im Einzelhandel ist, ist einfach, wenn man halt über Werbungsartikel, sag ich jetzt mal, Schilder hat. Sagen wir mal, das ist wahre Geschichte, hatte ich letztens erst bei mir, also hatte ich letztens selbst erst. Und ja, war eine Kundin bei mir an der Kasse, ne? Die hat Katzenfutter gehabt. Katzenfutter, diese Riesenstange, KitKat, ach keine Ahnung, wie das für KitKat heißt, glaube ich, für Katzen. KitKat ist die Schokolade für uns. Ne, und auf jeden Fall, und das Lustige, ich ziehe ganz normal über die Kasse. Die Kasse sagt 7,99. Das ist wirklich ein Riesenpaket. Es sind so drei KitKat-Packungen, so Karton-Dinger gedünst. Und die Kundin meinte, das kann ja mal nicht sein. Vorne bei der Waage hat Gegenstände 5,99. Ja, wollte es dann nicht haben. Ich gehe dann zur Ware und denke mir nur, ganz ehrlich, teilweise sind die Leute echt zu blöd zum Lesen. Es waren zwei Schilder, zwei verschiedene. Einmal KitKat 7,99 XXL Packung und links daneben war also so ein Billigkatzenfutter, sag ich mal. Also so, keine Ahnung, keine Marke wie Whiskas oder KitKat, sondern so irgendwie so halt. Und das war für 4 oder 5,99 war es. Und da frage ich mich dann ganz ehrlich, Leute, seid ihr zu blöd, Schilder zu lesen? Da sind zwei Schilder, zwei. Dann geht mal da, mein rechtes Auge. Okay, was ihr jetzt als linkes Auge seht, egal. Mein rechtes Auge ist der KitKat. Da oben steht doch immer 7,99. Und mein linkes Auge ist der KitKat-Papa. Da oben steht der 4,99. Dann ist dieser Preis nicht das da und dieser Preis nicht das da. Ne? Hey, also, sorry Leute. Ich weiß, ich bin gerade total, ich weiß nicht mal, ob euch das Thema interessiert. Aber ich muss sagen, ich habe in den letzten Tagen wirklich sehr, sehr oft darüber nachgedacht, irgendwie mal so ein Einzelhändler-Sketch irgendwie mir so zu überlegen und mal irgendwie, es klingt jetzt wirklich scheiße, ihr seid eigentlich auch fast echt die Einzigen, denen ich das sage, halt so ein Einzelhändler-Sketch zu machen, weil man macht über alles Witze. Kristall macht seine Witze über, sag ich mal, ja, Rassismus und so weiter. Mario Barth über Frauen. Wie heißt er? Luke Mockridge über Facebook etc. Aber gab es auch schon mal irgendwie so einen Stand-up-Comedian, der über Einzelhandel, über was weiß ich, Mediamarkt, Norma, Edeka, irgendwas hier Sketches gemacht hat? Ganz ehrlich, Leute, teilweise muss ich, wenn ich mir das teilweise so im Kopf durchgehen lasse, was im Lebensmitteleinzelhandel alles so abgeht, da könnte ich ein Buch schreiben. Ich stelle mir das halt richtig geil vor als Sketch, weil teilweise was wir gesetzlich machen dürfen und was wir dann letzten Endes wirklich machen, ist teilweise halt einfach so geil. So zum Beispiel, einfach nur das Beispiel. Wenn ein Kunde jetzt bei uns reinkommt, sag ich mal, total Durst hat, total Durst hat, ne? Ja, du bist nicht, ich brauche was zu trinken, ja?
Nimmt halt nicht natürlich was aus dem Regal. Ja, ja, ne, ne, na, macht da. Kennt da Regal, Regal, ne? Mit dem Boden und so. Und dann fragt er den Kassierer, hier könnte ich was trinken. Und dann einfach, nee, können wir nicht machen, müssen wir erst bezahlen. Das ist wirklich so. Eigentlich, laut Gesetz, ist es so, wenn ein Kunde im Laden was trinkt, also von den Flaschen da, die noch nicht bezahlt sind, zählt es als Mundraub. Die Ware ist verschwunden oder die Flüssigkeit ist verschwunden und man könnte die Flasche ja eigentlich direkt wieder im Pfandautomaten reinwerfen. Aber ganz ehrlich, Leute, wie sehr hat Deutschland einen Stock am Arsch, dass teilweise wirklich Leute sagen, nee, die müssen die erst bezahlen. Hat ich schon. Ich habe selbst wirklich schon gesagt, hier, ich habe Durst, kann ich schon mal was trinken. Die hat mir wirklich ins Gesicht gesagt, nee, müssen wir an der Kasse erst bezahlen. Wo ich mir gedacht habe, bitte was? Wenn ich Durst habe, soll ich hier an die Kasse kriechen, wie in der Wüste. Wasser. Ihr wisst, was ich meine, hoffe ich. Nee, auf jeden Fall, an dieser Stelle sage ich nur, habt keinen Stock im Arsch, seid schlau, lasst die Kunden was trinken, wenn sie in eurem Laden Durst haben. Und denkt dran, do not drugs, wählt nicht Donald Trump. Und warum, was haben die amerikanischen Wahlen jetzt damit zu tun? Egal, wurscht. Auf jeden Fall, was das mit dem letzten Montag? Ich habe schon wieder viel zu viel Scheiße erzählt. Ich hoffe trotzdem, dieses Video hat euch gefallen. Und ich sage ciao, ciao und bis zum nächsten Mal. Und wenn, ich muss ja auch noch ein bisschen Werbung machen. Und wenn es euch halt gefallen hat, irgendwo da unten, da ist, glaube ich, ein Abonnier-Button. Wenn ihr sagt, dem seine Videos sind toll, oh, die gucke ich gerne. Könnt ihr auch gerne, also, dann könnt ihr auch gerne diesen sexy roten Button drücken. Er ist dann auch ganz sexy für euch und zieht sich aus. Also, an dieser Stelle macht's gut, Leute, und bis zum nächsten Let's Eat Montag.